Hallo und herzlich willkommen zum Let's Teach Loch- und Faltmarken. Hier sehen wir nun einen fertigen Brief, wo wir Loch- und Faltmarken einfügen wollen. Dazu benutzen wir am besten die Kopfzeile. Wir klicken also in diesem Bereich hier doppelt rein. Die Kopfzeile geht auf und der erste Schritt ist der, erst einmal ein einfaches Formelement einfügen. Wir brauchen hier so einen kleinen Strich. An welche Position der dann kommt und wie lang der sein soll, das können wir hier bei Größe einstellen, also Zeichentools, Format, Größe. Wenn man hier draufklickt, dann können wir erstmal die Länge definieren. Der soll 0,4 lang sein und die Position gemessen an der Seite jeweils haben wir einmal vom Blattrand 0,5 entfernt und in der vertikalen Ausrichtung haben wir 105 mm. Ich glaube, das müssen wir eher so machen mit Komma, dann nimmt das auch wirklich an. Genau, an dieser Stelle ist die erste Faltmarke. Wir fügen eine zweite ein, wieder Formelement, einfacher Strich. Die genaue Größe definieren wir hier. Drehung 0. Die Größe machen wir auf 0. Die ist uns wohl ein bisschen nach oben gerutscht. Und die Länge ist wieder 0,4 cm. Von der Position her wieder gemessen von der Seite. Diesmal ist es das Doppelte. Zuerst hat man zwei. Zuerst hat man 10,5 und jetzt brauchen wir 21. Und von der Seite, vom Seitenrand entfernt, ist das Ganze wieder 0,5 entfernt. Und an der unteren Stelle haben wir dann praktisch hier die zweite Faltmarke. Hier mit diesem Brief können wir praktisch jetzt den Wickelfalz oder die Leporello-Faltung machen. Eine letzte Marke, nämlich die Lochmarke, fügen wir ein. Wieder einfügen, Formen, Formelement, normale Linie. Mal schauen, ob wir es diesmal genau waagrecht getroffen haben. Größe, genau 0 cm in der Ausdehnung und dann die Breite. Diesmal haben wir nicht 4 mm, sondern wir nehmen 6 mm her, 0,6. Und die Position wieder gemessen an der Seite. Einmal haben wir den Abstand, diesmal nehmen wir 0,6 vom Rand, vom linken Rand her und vom Seitenrand unten. Da müssen wir jetzt genau die Hälfte der Blattmitte treffen. Das sind dann 14,85 und dann müsste man diesen Strich genau in der Mitte von dem DIN A4 Blatt haben.